Deutschlandfunk Kultur Tonart. Ich bin ehrlich gesagt immer noch überrascht, wenn ich mir die deutschen Charts angucke, Single- und Albumcharts und tatsächlich ganz viele deutsche Künstler und Künstlerinnen darin finde. Bei den Albumcharts sind es 7 von 10 in den Top 10, 6 darauf von deutschsprachig und 1 auf Italienisch, aber Giovanni Zarrella singt da deutsche Schlager übersetzt auf Italienisch. Und mir kommt es so vor, als ob sich das irgendwann eingeschlichen hat, dass mit der ersten Welle des deutschen Pop. Wir gucken in dieser Woche, wie es dazu kommen konnte, dass Deutsch Popsprache geworden ist. Das ist unsere Sommerreihe und Mike Herbstreit, der hat mit Musikerinnen und Musikern über dieses Thema gesprochen, aus den Interviews Collagen gebastelt und den ersten Teil dieser Collagen hören Sie jetzt. Es geht um die Anfänge des avantgardistischen Pops in Deutschland, um die neue deutsche Welle. Wir wollten halt Popmusik machen, die es nicht gab. Inga Humpe, eine der erfolgreichsten deutschen Popmusikerinnen. Unter anderem mit ihrer Band Zweiraumwohnung. Ich und Elaine, sie ist mein Partykapitän. In den 70er Jahren gründete sie mit ihrer Schwester Annette die New Wave Band Neon Babies. Da gab es ja auch dann schon so bekloppte Schlager und auch die Liedermacher waren uns dann eigentlich nicht radikal genug. Als ich dann Ende der 70er Jahre meine Amerika-Reise gemacht habe, da habe ich ja Punk in Amerika kennengelernt und habe da die ersten Punk-Bands gesehen und unter anderem eben Patti Smith und Blondie und Suicide, und das hat einfach mich komplett umgedreht auch und mich komplett fasziniert. Und dann, als ich zurück nach Berlin kam, war ganz klar, dass Punk also die Musikrichtung ist, in der wir auch als Jugend damals irgendwie uns zu Hause fühlten und wo wir uns verstanden gefühlt haben. Deutschsprachige Sachen waren halt damals Schlager. Andreas Dorau. Seinen ersten Hit Fred vom Jupiter schrieb er im Jahr 1981, im Alter von 15 Jahren. Ich habe einfach versucht, Musik zu machen und was Musik ähnelt, meiner Vorstellung. So mit 14, 15 hatte ich einen Gitarrenlehrer, Holger Hiller. Holger Hiller, der 1980 mit Thomas Fehlmann die Avantgarde-Band Palais Schaumburg gegründet hat und dort Sänger war. Wir bauen eine neue Stadt. Wir bauen eine neue Stadt. Und so stieß ich auf die ganz, ganz frühe neue deutsche Welle. Und so kam das dann, dass es deutschsprachig wurde. Die Orientierung, die musikalische, war ja dann doch englische Musik oder eben amerikanische Musik. Und das war schon der Reiz, dass es das auf Deutsch eben nicht gab. Und dadurch, dass zum Beispiel das Punk-Singen ja auch eher ein Brüllen und ein Schreien auf einem Ton oder so war, passte das sehr gut auch zur deutschen Sprache. Also insofern auf der Suche sozusagen, wie findet man eine eigene Rhythmisierung für eine Sprache, die eigentlich auch nicht vorher so benutzt wurde. Also da probiert man rum. Ja, die ist natürlich ein bisschen härter als Englisch oder Französisch. Die ist schon mit mehr Rische, Rische, Rische eben. Die deutsche Sprache ist sperrig, weil wir sehr viele dreisilbige Wörter haben oder noch Schlimmeres. Und insofern, wenn man ein halbwegs intelligenten Text abliefern möchte am Ende des Tages, ist das sehr schwierig, weil wir eben tatsächlich, wenn du etwas Rhythmisches machen willst, brauchst du eigentlich viele einsilbige Wörter, weil es leichter zu phrasieren ist. Und das ist in der deutschen Sprache nicht so gegeben. Ja, da muss man sich was einfallen lassen. Jeden Tag Verfolgungsjagd, ich hab eine Fantasie, keine Chance, ihr zu entkommen, immer ohne Alibi. Also irgendwann kamen dann einfach die Plattenfirmen, die eigentlich ja von Natur aus eben eigentlich nur interessiert sind, was funktioniert auf ihrem Markt. Und die haben, glaube ich, gecheckt, dass im Prinzip so ein bestimmter Teil der neuen deutschen Welle, dass das auch in so eine Schlagerrichtung eben wieder geht und dass das eben bei allen Leuten funktioniert und dass es eben auch im Radio gespielt wurde. Mein Maserati fährt 210, schwupp, die Polizei hat's nicht gesehen, das macht Spaß.
irgendwelche komischen, eigentlich bekloppten Reime und dass es eigentlich nur noch darum ging, dass man Spaß hat eben. Das ist, glaube ich, ein ungeschriebenes Gesetz, dass das sobald eine neuartige Musikform populär wird, dass dann ja auch Idioten daherkommen und sich daran versuchen. Das ist ja auch okay. Meins war, also ich fand es nicht so toll. Dann war es erstmal ein paar Jahre total out, Deutsch zu singen. Also das war das Verpönteste vom Verpönten. Ja. Also ich habe da auch tatsächlich dann irgendwann ein paar Jahre nichts Deutsches gehört. Ganz klar, also wir wollten auf keinen Fall Deutsch singen mehr. Also nachdem das irgendwie so die Welle so abgeflacht war und auch so bescheuert geworden ist, haben wir alle wieder Englisch gesungen. Nee, es war absolut unmöglich, da einfach weiterzumachen. Der Kampf gegen den Schlager, die neue deutsche Welle aus unserer Serie Deutsch als Popsprache. Morgen gibt es den zweiten Teil und da geht es um Intellektualisierung und Diskurs oder das Ringen um Authentizität. Und allein an diesen Worten kann man schon hören, dass es dann um die Hamburger Schule gehen wird.